Guten Morgen, du kleiner Schatz. Draußen war gerade die Müllabfuhr und die haben die Glastonne mitgenommen und da macht es immer so diese Glasklirrgeräusche. Und Knubbel hat dann immer Angst, ist direkt hochgekommen, so, oh je, oh je, da hat Glas geklirrt, ich hab Angst. Du kleine Maus, du. Du kleine Maus, du. Du kleine Maus, du. Ja, 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 du bist eine Maus. Bist du eine Maus? Man sieht dein Gesicht gar nicht, weil es so dunkel ist. Und du hast so, man sieht dein Gesicht gar nicht, weil es auch so dunkel ist. Mein Baby. Guten Morgen, liebe Leute. Ich meine nicht dich, Berlin. Ich meine die Zuschauer. Guten Morgen. Willkommen zu diesem Vlog. So, ich habe jetzt noch zwei Meetings hinter mir. Einmal ging es um Suro und einmal ging es ums Merch, ums Neue. Das wird alles Bio und Fairtrade und so. Da gab es ein paar Probleme mit Stofflieferungen, aber wir haben gesagt, nö, dann warten wir lieber noch ein bisschen, weil wir wollen auf jeden Fall alles nur Bio und Fairtrade. Kein Bock auf konventionellen Stoff. Jetzt ist meine Mutter und meine Schwester angekommen. Die holen uns gleich ab, denn irgendwas muss Sabine erledigen. Ah ja, Sabine muss heute zum... Genau, das habe ich auch ganz vergessen. Die letzten Tage war Sabine überhaupt nicht zu sehen in den Vlogs und Leute haben gefragt, was ist mit Sabine? Warum ist sie nicht mit dir zusammen und so? Ja, wir machen immer zwei verschiedene Essen, weil sie hatte eine Operation am Zahn, hat einen Zahn gezogen bekommen und deswegen musste sie so weiches Essen essen. Und heute hat sie die Nachkontrolle beim Zahnarzt, deswegen meine Mutter fährt sie heute dahin. Und ich werde wahrscheinlich heute nochmal zur Bank gehen, weil heute kam meine Wireless Contactless Pay Karte an. Die kann ich mit meiner Apple Watch connecten und dann kann ich so zahlen wie in der Zukunft. Mal gucken, ob das alles klappt. Jetzt essen wir erstmal Käsekuchen. Meine Schwester hat nämlich Käsekuchen gebacken. Aisha, sag mal was. Hallo. Hallo. Okay, auf jeden Fall gibt es jetzt Käsekuchen, das zeige ich euch auch. So, das ist der Käsekuchen, den meine Schwester gebacken hat. Wie hast du den gebacken? Erzähl mal. Mit Seidentofu. Mit Seiden? Der ist mit Tofu gemacht? Ja. Ach lol, okay. Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Okay, ich habe meinen Finger. So, ich probiere jetzt erstmal. Also oben diese Oberschicht schmeckt schon mal lecker. Ich bin gespannt. Also spätabends noch ein Stück jeder, ne? Und hast du auch probiert, ja. Achso, hat bevor es an der Stuhl gequietscht. Der Stuhl hat gequietscht. Ja, sagt er. Okay, okay, ich probiere jetzt, ich probiere es. Ihr habt gerade meine Mutter und meine Schwester mit uns gehört. So, okay, mit Tofu. Käsekuchen mit Tofu. Habe ich auch nicht probiert. Der schmeckt wie so ein geiler Rahmkuchen. Der schmeckt richtig geil. Der schmeckt wirklich. Heißt das Rahmkuchen? Nee. Wie heißt denn diese Kuchen? Nee, schmeckt wirklich wie Käsekuchen. Der schmeckt, also Seidentofu, ey, das ist ja richtig krass. Geil. Aisha, wo ist das Rezept her? Ich wusste, dass man aus Seidentofu so Creme zum Kuchen machen kann. Und da habe ich einfach nur Seidentofu Cheesecake eingegeben und dann gab es da schon total viele Rezepte. Heftig. Wirklich. So, da habe ich noch eine Sache. Ich habe ja gestern schon erzählt, dass ich aktuell zwei Handys benutze und ich werde auch weiterhin zwei Handys benutzen. Ich muss sagen, ich finde es einfach praktisch, gerade für dieses Hochformat, dass man einfach die Android-Sicht und die Apple-Sicht beides nutzen kann. Und ich benutze aktuell das Huawei Mate 20P. Ignoriert diese dreckige Hülle, die ist wirklich dreckig. Aber, falls ihr die Hülle kaufen möchtet, die gibt es im Shop. Ich werde das Handy heute austauschen. Ich habe ja gestern schon gesagt, ich möchte das Google Pixel 4 benutzen und das habe ich nicht nur ohne Grund gesagt, denn ich habe es zugeschickt bekommen. Das wird kein richtiges Unboxing, ich möchte einfach nur zeigen, dass die hier so einen ganz lieben Text dazu geschrieben haben. Und zwar haben sie geschrieben, hey Unge, schön, dass du ein Teil der Pixel-Community bist, hier für dich dein neues Google Pixel 4. Kuss geht raus. Und dazu gibt es das Google Pixel 4 XL und das Pixel 4 Case. Das ist keine Werbung. Ich markiere es trotzdem als Werbung, weil es ein kostenloses Produkt. Ihr wisst schon, was es ist. Kuss. Schauen wir mal in die gute Stube. Wechseln wir von Huawei Android zu Stock Android, was ich sehr, sehr gerne mag. Ich habe auch das Google Pixel 2 sehr gerne benutzt und habe nur zum Huawei gewechselt, weil ich einfach gerne große, fette Handys mag. Aber das ist ja das Pixel XL. Daher passt das sehr gut. Schauen wir mal rein in die gute Stube. Alles mit einer Hand hier. Es ist das Panda-farbene. Schön hinten weiß, matt weiß. Richtig schön, das ist auch meine Lieblingsfarbe. Weil das Schwarze ist leider so glossy. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Das Orange und das Weiße gefällt mir besser. Hat aber einen orangen Knopf. Und vorne ist es schwarz. Sehr, sehr nice. Gefällt mir sehr gut. Und das werde ich jetzt gleich einrichten noch. Und dann werde ich die beiden Handys benutzen. Also das Google Pixel und das iPhone 11 Pro Max. Google, ihr seid super. Kuss. Simon in der Bank. Ich bin wieder zu Hause von der Bank und habe alles erledigt. Ich habe jetzt dieses kontaktlose Zahlen. Ich kann jetzt bald über die Uhr zahlen. Ab morgen sollte es freigeschaltet sein. Ich habe noch ein bisschen das Handy eingerichtet, auch das neue Pixel 4 XL. Und ich muss jetzt schon wieder sagen, die Google-Dienste, also jetzt nicht unbedingt, ich will jetzt nicht das iPhone schlecht reden, ne? Ich bin mit dem iPhone auch zufrieden.
Aber die Google-Dienste sind so viel besser, also für meinen Workflow, ja, das ist nur meine persönliche Meinung, als die Apple-Dienste. Also nur ein Beispiel jetzt mal zu nennen. Google Drive zum Beispiel läuft viel einfacher, damit auch Ordner zu sharen, als im iDrive. Im iDrive ist es irgendwie nicht mehr möglich, Ordner zu sharen. Man kann nur einzelne Dateien sharen. Und ich verstehe den ganzen Sinn manchmal nicht bei manchen Apple-Funktionen, aber dafür hat Apple echt gute Hardware, die Kamera ist tipptopp, alles super. So, ich bin zufrieden, dass ich beide Seiten parallel benutze, dann habe ich auch einen Einblick in beide Welten. So, das ist super, das ist super. So, Sabine und ich machen uns noch ein paar Nudeln von gestern warm. Wir haben gestern Abend hier schon Nudeln gegessen. Sabine isst sich ein Pesto Rosso dazu. Ich denke mal, ich nehme mir einfach Sojasauce oder irgendwas da drauf, weil ich habe gerade keine Lust auf so was Öliges. Dann habe ich noch was zu essen und ich glaube, danach gehe ich gleich schwimmen. Oh mein Gott, was passiert da drin? Was passiert da? Mach die Tür auf! Bitte lass meine Nudeln da raus! Hilfe! Geht's euch gut? Hat die eine Ofenfunktion, die Mikrowelle? Hm, das ist warm genug. Passt. Oh, heiß, heiß. Für den Hunger. Einfach mal nur aufgewärmte Nudeln mit Sojasauce. Ja, für zwischendurch super. Kann ich meckern. Ich gehe jetzt noch gleich schwimmen mit euch. Also ich nehme euch mit. Und danach gibt's, kurz danach gibt es auch schon den Livestream für heute. Umgeklickt auf dem Hauptkanal. Und dann gehen wir was mit Sabines Schwester essen. Die ist nämlich auch gerade zum Urlaub machen hier auf der Insel. Und zeigen wir mal ein veganes Restaurant. In den Pool und ich werde diesmal meinen Pixel mitnehmen, das neue Handy, und gucken, wie das unter Wasser abschneidet, ob das gute Unterwasseraufnahmen macht. Theoretisch hat das die gleiche IP-Zertifizierung wie das iPhone, das heißt, beide haben IP68, wasserfest bis mindestens 1,5 Meter Tiefe und 30 Minuten unter Wasser. Ja, mal gucken, ob es durchhält. Wir werden es jetzt sehen an den Aufnahmen. So, wir sind auf dem Pixel, let's go! Wenn ich schwimmen gehe, habe ich immer die Uhr an und track dann halt, wie viel Bahn ich geschwommen bin und wie viel Kalorien ich verbrannt habe und so weiter und so fort, wie lange ich schon schwimme. Und das finde ich immer ganz praktisch. Also ich muss sagen, ich bin kein riesen Apple-Fanboy. Ich muss sogar sagen, jetzt auf den ersten Blick gefällt mir das Pixel besser als das iPhone, aber die Apple Watch ist halt heftig. Ja, wirklich, also es ist keine Werbung oder so, aber die Apple ist wirklich richtig geil. Google hat ja jetzt dieses Fitbit gekauft, vielleicht machen die auch bald was Gutes, aber ich glaube, an die Uhr kommen die nicht ran. Livestream startet jetzt, let's go! Musik läuft auch schon, let's go, bis gleich, unge.tv oder einfach meinen YouTube-Kanal vorbeischauen. Leute, es ist am Regnen. Ich muss da ganz kurz die Wanderschuhe reinholen. Gestoßen. Aua! Stream war gut, aber ich habe mich volle Kanne auf die Schnauze gelegt. Ich hoffe, das hat niemand gesehen im Stream. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Sabines Schwester. Sabine geht es auch wieder besser. Sie war jetzt ein paar Tage lag sie flach wegen ihrer Zahn-OP. Jetzt geht es ihr besser und heute machen wir es mit ihrer Schwester und gehen jetzt gleich ins vegane Restaurant. Mondo Vegan, wo wir schon öfters jetzt drin waren, aber das wollen wir halt ihrer Schwester auch mal zeigen. Mal gucken, ob die es mag und was sie da bestellt, bin ich auch sehr neugierig. Ja, wir sehen uns gleich beim Restaurant. Bis gleich. Ich habe ein One Love Smoothie bestellt. Ich kann das Wort Smoothie einfach nicht aussprechen. Habe ihn schon halb ausgetrunken, weil ich einfach nie dran denke zu filmen und deswegen, ich habe immer direkt Lust zu essen und zu trinken. Aber ja, er ist sehr lecker. Also falls ihr mal hier seid und bei Mondo Vegan was essen geht, das Smoothie kann ich euch empfehlen. Aber nur, wenn ihr Stücke mögt. Wenn ihr keine Stücke mögt, dann absolut die falsche Wahl. Alle haben den übrigens. Da ist noch so sieht der Fall halb voll aus. Als Vorspeise haben wir Falafel. Ich habe schon gerade gedippt in die vegane Joghurtsoße. Ich bin gespannt. Letztes Mal hatten wir keine Joghurtsoße. Jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Ist sehr heiß, aber ich probiere es jetzt. Heiß. Mmh. Aber lecker. Mmh. Mmh. Sehr lecker. Mmh. Oh, ultra geil. Veganen Tagliatelle hier mit veganem Käse und Kichererbsen und so, die sind echt ultra lecker.
Choc-Güzel. Das war der Vlog für heute, Leute. Das Essen war sehr lecker. Ich habe auch aufgegessen, morgen gibt es gutes Wetter. Heute war ausnahmsweise mal kein gutes Wetter, es hat halt geregnet und deswegen bin ich hingefallen. Was soll das? Wer von euch hat nicht aufgegessen? Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich hoffe mal für euch. Ihr habt das auf dem Hochformat-Handy geguckt und nicht Querformat, weil sonst schicke ich euch eine Polizeistaffel zu euch, dann gibt es eine Anzeige. Weil wer das hier mit schwarzen Balken guckt, so geht das nicht. So, ich hoffe, die Vlogs gefallen. Ich muss mich nochmal bedanken für dieses extreme Feedback. Irgendwie gestern hatten wir die 50.000 geknackt, heute haben wir die 70.000 Abonnenten geknackt. Alles klar? Da muss ich auch einfach mal los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis wir uns morgen wieder bei einem neuen Daily Hochformat-Vlog. Haut rein. Tschüss.